True und willkommen zu diesem Vlog, auf den ich mich schon riesig gefreut habe und ich glaube auch viele von euch. Denn wir sind, wie ihr sehen könnt, nicht zu Hause, sondern im Europapark. Das ist mein Geburtstagsgeschenk, was ich von Raffi zu meinem 28. Geburtstag vor 3 Wochen geschenkt bekommen habe. Hier ist nichts gesponsert, nur ein kleiner Disclaimer. Wir sind hier gerade in unserem Hotelzimmer, denn wir werden übernachten und dann morgen in den Park gehen und sind jetzt gerade im Hotel Kronasar. Genau, das ist dann nämlich das neueste Hotel vom Europapark und genau neben Wasserpark jetzt. Ja, der ist gerade hier gegenüber von uns. Ich mache euch gleich eine kleine Roomtour, aber vorher erstmal die Videofrage. Diesmal kommt sie von Markus Krückel. Er fragt, wie bist du zu deinem Kanalnamen gekommen? Ich glaube, das wissen tatsächlich viele nicht, weil wenn ich manchmal Leute von euch treffe, dann werde ich oft mit Kalli angesprochen. Und Kalli ist gar nicht mein Name, sondern Cassie. Und Kalli habe ich mich genannt, weil ich in Kalifornien war für mein Au-pair-Jahr. Und da habe ich den Spitznamen bekommen von einem Freund dort, da habe ich den Kalli Cassie genannt. Und als ich zurückkam aus Amerika, da habe ich angefangen mit YouTube-Videos und ich habe so überlegt, was klingt cool. Und dann habe ich mir den Namen genommen. Deswegen California Cassie, aber abgekürzt halt Kalli Cassie. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das schon wusstet oder ob das ein neuer Fun-Fact für euch war. Ich bin sehr gespannt, was die Mehrheit von euch sagt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Vlog. I can't wait und würde sagen, let's go! Starten wir erstmal mit einer kleinen Roomtour. Wir sind ganz am Ende von dem Gang hier, weshalb wir eine richtig schöne Aussicht haben. Da kommen wir gleich hin. Moment, erstmal hier rein. So sieht dann der Gang aus und ich weiß nicht, warum uns Raffi ein Hochbett gebucht hat. Vielleicht werden wir auch sagen, dass wir einzeln schlafen sollen. Den Spaß sind einfach nur extra. Hier auf der Seite, da haben wir die Toilette mit einem cuten Eisbär. Hier entlang kommt dann das große Bett, wo wir heute Nacht hoffentlich schlafen und nicht im Hochbett. Ich schlafe im Hochbett. Ich glaube es auch. Und dann haben wir auf der Seite so richtig cool das Bad verkleidet. Das sieht aus wie so eine alte Bibliothek. Und durch das Fenster hier kann man dann auch reinschauen. Ist ganz lustig gemacht. So sieht es hier aus. Waschbeckenbereich und eine riesige Dusche. Und jetzt zur Aussicht. Auf der linken Seite haben wir einen Blick direkt aufs Rolantica. Wow, das sieht so cool aus. Ich war da tatsächlich noch nie, aber ich habe schon viel Gutes gehört. Deswegen würde ich auch gerne mal rein. Und auf dieser Seite sieht man auch nochmal drauf mit Wasserblick. Richtig schön. Und da vorne eine Baustelle. Ich habe das Gefühl, hier wird immer was Neues gebaut. Am Eingang haben wir jetzt gerade solche grünen Bänder bekommen. Die müssen wir tragen. Gelten allerdings nur für heute und sollen dem Personal dann im Hotel und auch im Park, wo wir rein dürfen gleich noch, zeigen, dass wir negativ getestet sind. So eng? Passt ja, ein bisschen lockerer. Lockerer? Also ist gut. Oder? Zack. Kommt dabei so ein bisschen Krankenhaus-Vibes, aber ja. Egal. So, oder ist es zu locker? Bitte. So. Heute Abend müssen wir uns dann auch neue abholen, die dann für morgen gelten. Aber heute ist es grün. Eigentlich dachte ich, dass wir heute nur noch schön essen gehen, hier im Zimmer chillen oder im Wellnessbereich oder so. Aber als wir jetzt unten waren, hatte die Frau zu uns gesagt, wir können heute noch eine Stunde lang, die letzte Stunde, in den Park. Und da sagen wir natürlich nicht nein. Deswegen gehen wir jetzt los. Ich muss aber zugeben, ich habe mir für morgen halt ein Outfit rausgesucht mit einer Hose. Und heute habe ich jetzt einfach nur ein Kleidchen an. Also vielleicht nicht die beste Bekleidung, um Achterbahn zu fahren. Aber egal. Aber wir haben uns halt wirklich auch, ich glaube, den heißesten Tag im Jahr ausgesucht. Also heute haben wir 31 Grad und morgen, wenn wir eigentlich gehen, 33. Alles klar. Also auf jeden Fall viel Wasserbahn fahren. Ready! Das hier ist der Eingang des Hotels. Und das ist einfach so ein riesiges Skelett bis ganz nach oben. So verrückt. Das sieht so cool aus. Wir warten jetzt gerade auf einen Shuttle, der uns vom Hotel zum Park bringt und überlegen uns, was wir als erstes fahren können, weil in einer Stunde müssen wir das Maximum rausholen. Das alles hier ist der Park. Wart ihr eigentlich schon mal? Kommentiert es mal. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles Begriffe für euch sind, aber wir wollen gleich hier auf diese Achterbahn. Das ist so eine Holzachterbahn. Wo dann heißt die? Wir kommen nämlich hier mit dem Shuttle raus und dann rennen wir einfach hier runter. Jetzt gibt es eine kleine Abkühlung. Wir sind auf der Wildwasserbahn und wir sind ganz alleine. Gerade einfach durchgelaufen. Hier ist niemand gefühlt. Du musst trotzdem Maske in den Bahn tragen. Ja, früher sind wir für die Bahn über eine Stunde immer angestanden. Oh Gott, ey, mein Kleid ist am Po nass, ich merke es ganz genau. Oh nein. Und wie war's? Sehr nass. Direkt die erste Bahn und mein Kleid ist komplett nass. Das ist jetzt Rodan, wo wir hin wollten. Da vorne geht's rein und ich hoffe, es ist auch keine Anstiegszeit, wie gerade eben. Die Kamera ist überschmutzig. Egal, wir dürfen gerade sitzen bleiben, weil hinter uns niemand mehr angestanden ist. Also zweite Runde ohne Anstieg.
Okay, Schatz, hol uns einen. Er war mal Handballer, ich hoffe, und erwartet jetzt viel. Nein! Ja, Schatz, der Wille zählt. Vielen Dank für deinen Einsatz. Ja, ich gebe immer alles auf. Aber es reicht nicht. Ist das ein Meilerhaar? Oh, hier. Seht ihr es? Da ist es. Ein Meilerhaar auf der Linse. Sie ist immer mit uns. Wir haben uns jetzt ein bisschen fresh gemacht und umgezogen. Jetzt geht es nämlich gleich zum Essen. Wir haben einen Tisch reserviert in dem Restaurant hier drin. Und ich muss sagen, ich bin so hungry. Noch nicht hangry, aber kurz davor. Die Hitze ist einfach ultra anstrengend und wir sind auch ziemlich durch den Park gehasselt. Deswegen, mein Bauch verlangt nach Food. Das ist jetzt auf jeden Fall mein Outfit of the Night. Das ist ein Kleidchen, was ich mir letztes Jahr für meinen Geburtstag geholt hatte. Kennt ihr also schon, wenn ihr mir auf Insta folgt. Da habe ich das nämlich gezeigt letztes Jahr. Finde ich mega schön mit dem Blumenprint und mit dieser Wickeloptik hier vorne. Das war von H&M. Könnt ihr mal schauen, vielleicht gibt es ja noch. Ich glaube, ich höre mich gerade irgendwie so richtig müde und fertig an. Bin ich auch ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, immer wenn man so einen Adrenalinschub hatte durch die Achterbahn, dann ist man danach erstmal so erschöpft, obwohl man übelst glücklich ist. Also ich fühle mich gerade so ultra gut, aber ich habe das Gefühl, ich bin richtig so durch die Hitze und durch die Achterbahn. Aber mir geht's gut, Leute. Mir geht's gut. Cheers. Auf den Tag heute. Ja. Mhm. Ein besonderer Rum hier bei mir. Echt? Oh. Mhm. Aber sehr lecker. Mhm. Meinst du auch gut? Ja, Dankeschön. Wow. Vielen Dank. Guten Appetit. Danke. Ups. Da ist er glücklich. Ja, schön mit dem Rumsteak und ich habe einen veganen Burger mit Pommes. Vegan Burger im Ramsteak, ja? Genau. Ja. 76,40 wieder. Danke schön. Dankeschön. Herzlichen Dank. Schönen Abend noch. Gleichfalls Ihnen auch. Tschüss. Sind ja alle so nett. Mega. So, und jetzt eine Runde schwimmen. Saunieren. Saunieren. Dampfieren. Ich bin kein Sauna-Fan. Aber wir können hier noch in den Wellnessbereich und das werden wir natürlich ausnutzen. Aber in den Wellnessbereich nehmen wir euch. Habt euch nicht mit. Wir sehen uns morgen früh wieder. Bis dahin. Bye. Ciao. Guten Morgen. Willkommen zu Tag 2 heute im Europapark. Are you pumped? Ich bin ready, ja. Und das klang aber auch richtig euphorisch. Ja, ich warte drauf, bis wir jetzt endlich auschecken können und dann... Dann geht's los, ja. Dann geht's los im Park. Wir haben jetzt gerade wie viel Uhr? Ja, wir haben 8. Und um 8.30 Uhr können wir in den Park rein, also eine halbe Stunde früher als alle anderen, weil wir Hotelgäste sind. Das heißt, das wollen wir jetzt ausnutzen, also würde ich sagen, let's go! Moment, mein Outfit of the Day ist heute übrigens das hier. Ich habe hier so eine flatterige Shorts gewählt, weil es heute eben so ultra heiß werden soll. Sieht manchmal fast ein bisschen aus wie ein Rock, aber ganz praktisch als Shorts. Kurzes Oberteil, Sneaker und ich habe mir zum ersten Mal in meinem Leben eine Cappy geholt. Und ich finde... Das sieht so fremd an mir aus, weil das normalerweise gar nicht mein Style ist. So eher deine. Ja. Wir haben auch zufälligerweise jetzt dieselbe. Das ist so richtig Touri-Mode, sehen wir aus. Zufälligerweise. Ja, reiner Zufall. Manchmal denke ich mir, ja, könnte schon irgendwie ein cooler Style mehr sein. Und dann denke ich mir, okay, ist ein bisschen verkleidet. Aber darum soll es nicht gehen, sondern um ein bisschen Sonnenstich zu vermeiden. So, wir sind wieder im Park und das Coole ist, man muss hier keine Masken aufziehen, außer man steht an in der Schlange oder man ist in der Bahn, da muss man es tragen. Aber willst du mit dem Zug fahren? Jetzt muss ich die Maske wieder anziehen. Aber sonst kann man draußen, wenn der Abstand gewahrt ist, die Maske runterlassen, was richtig angenehm ist. Schatz, muss ich die Maske wieder aufziehen. Du willst jetzt hinfahren? Wow. Einmal ins andere Ende, oder? Okay. Ein Gentleman, der mir die Tür aufhält. Wow. Sind wir als erstes im Park und das erste, was du machen willst, ist Zug fahren. Ja, das andere Ende. Mein anderer Ende ist noch keiner. Clever, clever.
Gute Musik läuft hier auf jeden Fall schon mal. Und wie ihr seht, es ist niemand hier. Wir sind einfach alleine im Freizeitpark. Bisher noch. Das ändert sich sicherlich nachher, aber wow. Es kommt auch ein bisschen gruselig vor, so leer gefegt. Und jetzt geht's zum Eingang. Das heißt, wir sind einmal quer durch den Park, denn es kommt Freunde von uns heute mit. Die waren mit in meinem Geburtstagsgeschenk mit dabei. Genau, und das Witzige ist, dass Judith, die kennt ihr ja, auch später kommt. Sie hat zufällig auch den gleichen Tag gebucht gehabt wie wir. Das heißt, die seht ihr später auch noch. Also richtig viel los hier. Salut, was geht? Hallo. Hallo. Wie geht's? Alter, wie viel Stress schon kommt, aber. Ich hab keinen Ausweis dabei. Oh nein! Bankkarte war kein Problem und dann hat mein Test gekommen. Warum? Ich brauche einen positiven PCR-Test. Jetzt muss ich zum Test gehen, schön. Oh nein! Maximal noch einer weggetestet. Oh Gott! Wir müssen zum Test-Test noch vorlaufen. Wir müssen es gleich machen. Okay, direkt sehen wir es da. Direkt sehen wir es da. Machen wir es nicht. Sollen super. Direkt erste Reihe bekommen. Ja, so was geplant. Oh mein Gott, ich sterbe gleich. Ich habe so Schiss vor. Silvester und dann noch erste Reihe. Man kann es dann nicht aussuchen, man wird so eingewiesen, wo man hinstehen muss. Nein! Und? Jo, let's go. Noch eins. Da ging so viel Wind, wir haben sogar die Maske runtergezogen. Das war echt geil, muss ich sagen. Erste Reihe war doch ganz nice. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Wasserbahn fahren, denn es ist verdammt heiß. Wir haben heute 32 Grad. Wow! Oh, wow, wow. Jetzt kurz verrippen. Das kam unerwartet. Schon nicht länger. Oh, wie schön! Wasser. Oh, Marc hat gekocht für uns. Was gibt? Wir Speck. Feinste Vegan. Oh, Gott. Dankeschön. So, wir haben ein helles Brötchen mit veganem Käse, oder? Und veganem Aufstrich. Oh. Oh. Okay. Mmh. Brötchen, die man unterwegs isst, schmecken immer besser als die zu Hause. Weiß nicht warum. Doch. Ja. Weiter hin! Das war eine richtig gute Abschluss. Und die Kamera ist auch von da. Nein! Ich sogar. Aber was erzählen die mir? Oh ja. Ja, aber mehr wie erwartet. Judith, du bist doch die, die am trockensten ist von uns alle. Wie kann das sein? Tja, gut gesessen. Nee, aber wir haben uns extra in den Regen gestellt, damit wir trocken werden. Wir haben uns 32 Grad. Puh. Oh, oh, oh. Er muss nur einmal treffen, dann hat ein Tier gewonnen. Anfeuern! Los, auf!
Raffi, Raffi! Nein! Komm, Schatz! Oh, oh! Nein! Schatz, du liebst mich gar nicht! Schade! Oh, doppelt im Vlog drin so! Zweimal Vlog, dich exposed, wie schlecht du werfen kannst. Tut weh. Das tut richtig weh. Das war ungelogen einer der schönsten Tage ever. So viel Spaß gemacht. War aber auch mega anstrengend bei der Hitze. Ja, 32 Grad, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Aber das Coole war halt, es war so leer, wir sind überall durchgerannt und es tut mir so leid, dass dieser zweite Tag all over the place war. Ich glaube, wir haben immer so stückchenweise was gebloggt. Ich hoffe, es hat Sinn gemacht. Aber wir haben einfach die Zeit genossen mit unseren Freunden, sind möglichst viel Bahn gefahren. Ich glaube, wir haben echt eigentlich alle durchgemacht, oder? Ja. Wie viele Schritte? Knapp 20.000 Schritte und 10 Kilometer. Oh mein Gott, das war ein halber Marathon, oder? Naja, fast. Naja, fast. Vielleicht auch nicht. Egal. Nicht mal halber Halbmarathon, aber ja. Für meine Schrittanzahl, die ich normalerweise laufe, war das schon echt viel. Ja. Und ich bin richtig im Arsch. Und ich freue mich jetzt extrem, Meile abzuholen. Die haben ja bei Raffis Eltern geparkt. Ich vermisse die schon ultra. Und ja, freue mich jetzt auf ein chilliges Ende zu Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben dafür da. Das würde mich mega freuen. Abonniert meinen Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut, Leute. Bis bald.